Ja, hallo, liebe mediterrane Palmfreunde. Heute wollte ich euch mal kurz ein Update von der Brachia amata geben. Das war diese Palme, die ich eigentlich schon entsorgen wollte, weil die wurde mir geliefert vor 2 Jahren ohne Speer. Und es hat sich, wie ich euch letztens auch schon im Video gesagt habe, seit ungefähr 1,5 Jahren nichts getan. Bis auf letztes Jahr im Herbst, da sah ich in der Mitte vom Herzen ein kleines Speer. Und ich muss sagen, dieses Jahr bin ich dermaßen überrascht. Das war wie eine Explosion. Ja, nach nun fast 2 Jahren. Am Anfang war, wie gesagt, nur ein Speer zu sehen. Und dann kamen ruckzuck 2, 3 dazu. Und man sieht auch hier an den ersten, das war das erste hier gewesen, dass sich das überhaupt nicht richtig entwickelt hat. Ne? Also es ist so wie verkümmert. Dann kam das zweite, das blieb auch noch ziemlich kurz vom Stamm her und auch ziemlich verkümmert sah das aus. Dann ist das dritte ein bisschen größer geworden, aber auch im oberen Bereich verkümmert. Das vierte sah da mittlerweile schon besser aus. Ja, das war nicht ganz so verkümmert, so vertrocknet. Und ja, das fünfte, was jetzt dieses Jahr kommt, das sieht relativ bis jetzt wie ein ganz normales Palmsperr aus. Also ich bin dermaßen überrascht, dass diese Palme nach 2 Jahren anfängt zu wachsen. Na, also wie ihr auch auf dem Foto seht, hatte die kein Speer und hatte sich so 1,5 Jahre lang nicht verändert, bis dies Jahr jetzt. Na, das fing jetzt ungefähr der Wachstum so Ende April an. Also das soll es eigentlich auch ja erstmal gewesen sein von meiner Seite aus. Einfach mal Geduld haben, wenn auch Palmen krank sind oder durch Winterschäden Verluste hatten, nicht gleich die Palme aufgeben, mal abwarten. Kann ich einfach nur so weitergeben, die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Und ich werde euch dann berichten, wie sich die Palme die nächsten Monate weiterentwickelt. Habt noch einen schönen Tag, genießt ihn, die Sonne, den Sommer. Bis zum nächsten Video. Servus.